Ich habe da keinen Bock mehr drauf, okay? Ich habe größere Ziele. Ich habe keine Lust mehr, kleine Brötchen zu backen. Und Oscar ist da halt, ja, bisschen anders. Oh, Digga, Mann, ich bin so heilfroh, dass du deinen Vater endlich diesen Schlüssel abzocken konntest, damit wir endlich da reinkommen. Komm. Chris, ist hin? Ja, die Tür geht auf. Hey, hey, Mann, lass die oben. Was macht die denn so früh hier? Oder keine Ahnung. Hat die uns gesehen? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geh mal weg. Was geh mal denn? Da gucken. Was soll ich das Miet ist nicht mehr da. Bist du dumm oder was? Hm? Was ist doch dein Mieter? Es ist nicht mehr da, keine Ahnung. Irgendjemand muss hier gewesen sein und es weggenommen haben. Ey, fuck, Mann. Scheiße, was machen wir Alter. Jetzt? Wie kriegen wir die Kohle zusammen für den Lieferanten? Mann. Warum ist das weg, Digga? Wie, warum ist es weg? Warum musstest du eine Woche brauchen, um deinem Vater diesen scheiß Schlüssel abzunehmen? Ich jetzt oder was? Ja, du jetzt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schwer das überhaupt war, an den Schlüssel ranzukommen? Du wohnst mit mir genauso unter einem Dach wie ich mit dir. Hör mal, ich musste erst mal ins Dorf kommen, dann unbemerkt mein Vater den Schlüssel wegnehmen. Ich bin überhaupt froh, dass das überhaupt so gut geklappt hat. Apropos, ich will nicht, dass das auffällt. Lass mal wieder abticken jetzt, Digga. Wir finden das schon irgendwie. Junge, hier klappt gar nichts. Hier geht alles schief. Auf jeden Fall bringe ich meinem Vater jetzt einen Schlüssel. Mann, Fresse jetzt. Oh, wie redest du eigentlich mit mir? Scheiße, was? Komm schnell. Was geht ab, Digga? Hör mal, was ein Glück, ne, dass Vater nicht gecheckt hat, dass ich seinen Schlüssel geklaut habe. Junge, Oscar, das ist mir scheißegal. Viel wichtiger ist, wo das Gras ist, Mann. Irgendjemand mit einem Schlüssel muss es gewesen sein. Kann nur ein Lehrer sein oder wirklich dein Vater. Ach, im Leben nicht mein Vater. Niemals. Warum denn nicht? Ha? Ich kann es mir halt nicht anders erklären. Ah, Bitch, Alter. Auch so gut gelaunt wie ich? Na, was willst du? Du so früh am Morgen, bitte lauf weiter. Ist das hier der Grund für eure schlechte Laune? Ja, bitte sehr. Kommst du aus dem Heizungsraum? Du aus dem Heizungsraum? Ja. Wie bist du denn da reingekommen? Luca, ich brauche keinen Schlüssel, um so eine Tür aufzukriegen. Ja? Gern geschehen. Danke. Bitteschön. Surprise, Motherfucker, super, ey, das ist schimmliges Brot, großes Zeug. Ich musste euch eine Lektion erteilen, da ihr immer noch nicht auf meine Forderungen eingegangen seid, ja? Und beim nächsten Mal drückt ihr mir am besten Kohle und Gras aus eurem Grasgeschäft ab. Guck mal, lauf weiter. Zieh ganz schnell ab, okay? Okay, mit dem Videobeweis? Direkt zur Polizei, zum Schuldirektor? Kann ich gern machen, wenn ihr es drauf anlegen wollt. Ich kann dir eins sagen, ne? Fragst du nicht. Fass mich nicht an. Dieses Scheißvideo kannst du dir sowas von in deinen fetten Hintern schieben. Weil das bringt nichts. Man sieht nur den Karton und jetzt, wow! Okay, cool. Dann habt ihr also nichts dagegen, wenn ich jetzt sofort dahin gehe? Wollt ihr das? Okay, ich sehe schon, ihr seid am Überlegen, ja? Gut, dann gebe ich euch bis spätestens heute Abend nochmal Bedenkzeit. Und dann hört ihr nochmal von mir. Guck mal bitte, zieh ab. Bye. Guck mal, Alter. Mal ganz im Ernst. Diese dreckige Bitch, Alter. Wohin mit der, Mann? Oskar, das war noch nichts. Das ist ja wie in der Krabbelgruppe. Ich singe, Entschuldigung. Cleo, ich würde Ihnen das gerne noch mal erklären. Und das muss hier ein bisschen Oder ich habe gar keinen Bock darauf, dass die in unserem Game mitmischt, Alter. Ja, aber sie hat uns zufälligerweise in der Hand, weil sie unser Ort hat. Und auch noch ein Video davon. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Die Distanz, Alter, ist sie dumm? Ja, hey Süßer, wie sieht eure Entscheidung aus? Ich habe nicht ewig Zeit und ihr keine Wahl. Ganz im Ernst, ich schreibe ihr einfach, dass sie mit dabei ist. Bist du dumm oder was? Ja, hey, beruhig dich mal, nur vorübergehend, bis wir das Zeug haben und dann haben wir sie verarscht. Oscar, würden Sie bitte einmal kommen? Kommt ganz darauf an. Ich würde Ihnen das auch noch mal gerne erklären. Singen Sie es mir einmal vor. Du bist so unkonzentriert, das ist so nervig. Du kriegst dich einmal hin, ohne Witz. Willst du mich verarschen? Was willst du mich Warum verarschen? Warum kriegst du es nicht geschissen, deine Körperspannung zu halten? Mach mal nicht Sport. Ich kann meine Körperspannung nicht halten. Es wäre, glaube ich, besser, wenn ich das mal mit der Hauptrolle probiere. Wir sind ja im Echt zusammen. Vielleicht gute Idee. Ja, das ist so gut. Vielleicht klappt es ja besser. So, ne? Ja. Schatz, du brauchst gar nicht so viel Anlauf. Und komm.
Das kommt nicht besser. Das ist dann der erste Versuch. Ja. Das komm, ist egal. Wir üben das einfach privat zu Hause, damit wir das mal hinkriegen, weil wir müssen es ja irgendwie geschissen kriegen. Das ist eine gute Idee. Alles klar, zu Hause üben und dann würde ich sagen, für heute ist die Stunde beendet. Und die anderen räumen bitte einmal die Matten weg. Dann treffen wir uns nachher. Ja. Können wir das nicht machen? Nein, das ist komm, wir räumen mal die Matten da hinten weg. Ne? Alles klar. Was ist? Jetzt mal ganz im Ernst, willst du mich verarschen? Was stimmst du dir so lässig zu, dass ihr euch heute Abend trifft, hier dieses scheiß Musical-AG? Alter, das gefällt mir nicht. Außerdem müssen wir uns um Cementa kümmern. Wir müssen uns um unser Ort kümmern. Wir haben ganz andere Probleme. Ich sag nur XL, ne? Lieferung. Luca. Was, Luca? Mal im Ernst, ich hab dich nie darum gebeten, so eine große Ladung Weed zu bestellen, okay? Scheiße. Und mittlerweile ist mir das Musical schon ein bisschen wichtig geworden. Digga, ich treffe mich nachher mit ihr, ich üb die Scheiße und alles ist gut, okay? Und keine Ahnung, Alter. Um das Ort verticken können wir uns morgen noch kümmern, hm? Die Kleine könnte jetzt mal endlich kommen. Ist doch logisch, dass sie etwas länger braucht mit den fetten Stümmelbeinchen. Fetten Stümmelbeinchen. Lache mit deinen eigenen Witze. War Spaß, Digga, lach mal jetzt. Komm. Hallihallo. Hallo, schön, dass du mir ein großzügiges Angebot trotzdem noch mal angenommen hast. So großzügig bist du. Geh mal die Bitte schön. Alles hier drin? Ja. Hör mal, Mädchen, da fehlt ein bisschen was. Ja, seid ihr selber schuld. Wie kann man so lange brauchen, um mir zu antworten? Natürlich drehe ich mir da noch ein paar. Wollen wir jetzt wegen dir Kleine abpacken, oder was? Eure Schuld. Mach dir den Kurs kaputt, Digga. Pass mal auf, es geht einmal ums Business. Ich habe da nämlich was richtig krass am Start. Ich kenne da jemanden, der mit Pillen dealt. Und euer Betriebsweg über die Pizzeria ist perfekt dafür geeignet. Ihr könnt nämlich die Drogen ausliefern und in der Zwischenzeit wascht mir einfach die Nägel. Moment mal, woher weißt du, dass wir von der Pizzeria aus dealen? Woher weiß ich das wohl? Eure Kunden wissen das ja. Und die sprechen das so unter sich aus, ne? Okay, damit hört man das halt mit. Stimmt, aber trotzdem glaube ich dir nicht. Warum glaubst du mir nicht? Ich glaube dir nicht, dass du so ein... Du weißt, was für Kontakte ich habe, ne? Lass es mir da einfach zeigen. Hier. Nein! Nein! Oh. Gib mir mein Handy wieder! Gib mir mein Handy! Ey. Fuska! Guck mal, was machst du da? Schrei nicht in mein Ohr! Ich muss kurz die Videos löschen! Halt die Nein. fest, Bruder! Halt die ja. fest. Lösch alles, dass jeder weiß, weg ist. Oh, guck mal, zuletzt halt die fest, Bruder! Ey, die hat ganz schön was drauf, Alter. Weiß ich doch, ich hab die auch mal drauf. Natürlich hab ich was drauf. Ihr werdet es bereuen. Ja, ja, bereuen, hier. Halt die fest. Das war ja, ich hab die doch. Treffen. Ja. Ihr seid solche Vollidioten. Wie kann man nur so ekelhaft sein? Stopp, du dreimal gespeichert. Hast du es jetzt endlich? Ja. Gib ab, komm. Jetzt hast du nichts mehr. Badam, badam, badam. Wie kann man sich so ein krasses Geschäft entgehen lassen? Euer Pech. Zieh ab, Mann. Bro. Cementa ist echt das Gegenteil von einem Ehrenmann. Aber mit einer Sache hat sie recht. Mit Pillen verdient man doppelt so viel wie mit Gras. Aber Oscar, der muss von dem Ganzen nichts mitbekommen, der Spießer. Geile Scheiße, Alter. Weiß, vorm Absprung noch mal mit aller Gewalt hoch. Halt mich einfach fest, okay? Alles klar. Los. Alles okay? Ja, ist okay. Okay, cool. Schon besser? Ja, erstmal eine Pause kann ich jetzt gebrauchen. Ey, ob wir das jemals noch mal hinkriegen? Das ist so echt viel anstrengender, als ich gedacht hätte, ne? Wird schon, glaube ich, irgendwann. So habe ich mir das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Aber du mal was anderes. Ich wollte mich eh noch bei dir entschuldigen. Entschuldigen? Ja. Weil ich ja heute bei der Probe so ein bisschen garstig zu dir war. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ich war einfach mega genervt, weil du überhaupt nicht bei der Sache warst. Und dann bist du da die ganze Zeit weggegangen, hast mit Luca geredet. Das hat mich irgendwie auch genervt. Das sah mega ernst aus. Und ich habe mich auch einfach gefragt, was ihr da die ganze Zeit redet. Also erstmal tausend Dank für die Entschuldigung. Die nehme ich sehr gerne an. Aber was sie geredet haben, ich weiß selbst gar nicht mehr. Es kann so wichtig, glaube ich, gar nicht gewesen sein. Sonst würde ich mich dran erinnern. Okay. Bist du noch so fertig? Brauchst du noch eine Pause oder wollen wir weitermachen? Ja, wir können eigentlich weitermachen, aber ich habe noch eine Frage an dich. Weißt du vielleicht, woher Luca in letzter Zeit das ganze Geld hat? Weil, keine Ahnung, der kauft sich ständig irgendwelche neuen Klamotten, dann schenkt er mir immer irgendwelche Sachen, also...
hat er vorher auch nicht gemacht. Und ja. Ich frage mich halt, woher das auf einmal alles kommt. Nicht, dass er wieder in irgendwelche komischen, krummen Geschäfte da verwickelt ist wie früher. Da hätte ich echt keine Lust drauf. Luca und mich, uns wundert es ja mindestens genauso sehr. Ich meine, wir hätten uns im Leben nicht ausgemalt, dass wir so viel Trinkgeld dafür bekommen. Ne? Ich meine, wir fahren die Pizzen selber raus. Die alten Leute gerade freuen sich, dass wir in unserem jungen Alter schon am Arbeiten sind und ihnen höflich entgegnen. Und dann sind die natürlich bereit, viel Geld zu zahlen. Und ich sag's dir so, wie es ist. Wärst du meine Freundin, würde ich dir auch von meinem Geld viel kaufen. Da bin ich voll bei Luca. Darüber habe ich irgendwie gar nicht so nachgedacht, dass sie auch voll viel Trinkgeld von denen kommt, wenn ihr rausfahrt. Stimmt eigentlich. Ja, muss ich darüber nachdenken. Naja, gut. Dann freue ich mich auf jeden Fall für euch, dass ihr so viel Trinkgeld bekommt. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Fuck, Leo checkt echt langsam, dass mit Luca was nicht stimmt. Ich muss dafür sorgen, dass Luca den Ball wieder flach hält und wir nur noch Drogen verticken, um die Miete zu zahlen. Sonst sind wir bald echt am Arsch. Dann lass uns reinmachen, komm. Eins. Zwei. Drei. Action. Das ist so hoch, glaube ich. Na? Na? Doch umentschieden und mein Angebot endlich annehmen. Guck mal, ich habe mich umentschieden, nicht Oskar, nur um schon mal das klarzustellen. Und ja, ich möchte dein Angebot annehmen, ich habe den Vorschub zu machen. Guck mal, du besorgst günstig die Pillen bei deinen Lieferanten und ich vertick das Zeug von der Pizzeria aus, bei meinem Lieferdienst. Guter Vorschlag, auf jeden Fall. Ich wusste ja auch, dass du dir so ein krasses Angebot echt nicht entgehen lässt. Im Gegensatz zu diesem Möchtegern-Dancer Oskar. Ich habe ihn heute angesehen, dass er so langsam Eierflattern bekommt, weil er weiß, dass diese Drogennummer einfach nichts für ihn ist. Okay, ja, du hast recht. Sagen wir mal so, Oskar denkt halt ziemlich klein. Ja. So, ihm reicht das, wenn er die Miete bezahlen kann durchs Verticken, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, okay? Ich habe größere Ziele. Ich habe keine Lust mehr, kleine Brötchen zu backen. Und Oskar ist da halt, ja, bisschen anders. Aber genau deswegen darf das Ganze hier niemand erfahren. Niemand darf wissen, dass wir beide zusammenarbeiten, geschweige denn Pillen verticken. Weil ich habe Angst, dass wenn Oskar das rausbekommt, ja, er uns auffliegen lässt. Gut, bin ich mit einverstanden. Dann würde ich mich bei dir melden, sobald ich weiß, wann die Pillen ausgeliefert werden, okay? Cool, Partner. Dann sehen wir uns. Partner. Ach, Sie an Romeo und Julia. Seid ihr das für die Ausweise? Hedolappen. Ein Führerschein zur Ausweise. Und ihr seid der österreichische Staatsbürger. Österreicher? Ist ein Problem damit? Nein, nein. Die Polizei? Scheiße! Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gerne mal. Gibt's da ein Problem?